Ja, dann probier mal. Ich hab besser nicht probiert. So mini. Okay. Naja, nee, eher nicht. Nee, das ist schon mal wieder. So, wir waren jetzt vorhin in dem Kingdom of Sweets. Sehr schöner Laden und so weiter und so fort. Aber meiner persönlichen Meinung nach viel zu teuer. Ich habe nämlich gesehen, dass, und das ist jetzt auch keine Werbung, auf Peanut Butter Shop, ist eine deutsche Seite, gibt es genau solche Sachen zu einem wesentlich günstigen Preis. Für die Hälfte wahrscheinlich. Jetzt sind wir aber hier in einem Supermarkt und ich hoffe, dass es vielleicht hier ein paar Sachen gibt, die ein bisschen günstiger sind als in den Laden vorhin und die es hier gibt und nicht in Deutschland. So, also wie gesagt, der Shop, der war mir ein bisschen zu teuer, aber wir haben noch einen Tesco bei uns in der Nähe des Hotels gefunden. Und ich zeige euch mal meine kleine Ausbeute. So, ich habe hier nochmal Weingummis. Ja. Dann habe ich hier, was habe ich noch? Oh ja, hier, alle möglichen Sachen von Reese's. Das ist für Crispy Crunchy Riegel. Da habe ich vielleicht ein paar mehr, so Butterfinger, das kennen vielleicht die meisten von euch, die hatte ich auch schon ein paar Mal probiert, sind auch echt lecker. Ich habe hier so King-Size Reese's Cups mit Smarties drin oder Pieces, wie auch immer. Und noch ein bisschen was, was habe ich denn hier? Ah ja, genau. Nochmal diese Crispy Crunchy Riegel. Also ich habe mir gedacht, es ist sinnvoller mir solche zu kaufen, statt in dem Shop, weil die einfach viel zu teuer waren. Ich habe hierfür jetzt knapp 15, 16 Euro bezahlt und in diesem einen Shop, da hätte ich locker mal, keine Ahnung, das Doppelte, wenn nicht sogar noch mehr bezahlt. So, Tag 2 in London. Die anderen sind heute irgendwo anders unterwegs. Edgar möchte lieber ein bisschen chillen, weil er sich noch etwas vorbereiten will für morgen. Außerdem hat er schon bereits seinen Tanning-Termin. Wir sind jetzt nochmal in der Stadt unterwegs, wir wollen uns ein paar Sehenswürdigkeiten angucken. Und mir ist gestern aufgefallen, dass ich mein Hemd vergessen habe, was ich heute Abend bereits brauche. Und deshalb gehen wir jetzt erstmal einkaufen. Setz dich mal auf, komm. Willst du auch mal einen aufsetzen? Extra von links. Sieht auch komisch bitte, aus. Aber bitte mit dem Schild. Das muss da bleiben. Nein. Zieh du die mal an. Nein. Wow, well, we can be life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. Heute zeigt jeder, was er hat. Oh Mann. Kleinen Formcheck.
sind jetzt in irgendeiner Boutique und Melissa will unbedingt Schminke kaufen und Lippenstift von irgendeiner, wie heißt sie nochmal? Charlotte Tilbury. Und sagt, dass wir die in Deutschland nicht haben, das sei so besonders. Schmeckt es? Da sind Stückchen drin. Ja, nee. Aloe Vera-Stückchen oder wie? Ja, das sind so wie so Jelly. Schmeckt es nicht? Doch, aber es verstört ein bisschen. Du zuerst, ich trinke den Rest. So, Mutprobe, Melissa. War nicht schlimm. Kann nicht so schlimm sein wie das saure Ding, das wir gestern im Mund hatten. Also ist jetzt nicht geil, aber... Schmeckt keiner Ingwer, ne? Es kommt halt auch so eine Schärfe im Nacken. Ja, klar. Ich finde, das schmeckt voll lecker. Probieren? Nee, für mich leider nicht. Das ist so ein kleines... Das ist ultra lecker. Das hat hier auch nichts. Das ist nur Ingwer und Zitrone. Ah ja. Lecker. Ich finde das echt lecker. Ja. Wollen wir jetzt mal weiter, dann können wir jetzt diesen Markt noch, ne? Ja. Alright. Das kaufst du mir morgen dann auch noch für Deutschland. Die Flasche? Mhm. Wo willst du ihn hinpacken? Kannst nicht, ihr habt doch auch alles geschmuggelt. Nee. Jetzt fängt an, ich darf keinen Thunfisch mitnehmen. So, wir haben jetzt endlich diesen Borough Market gefunden. Mir wurde der wärmstens ans Herz gelegt. Das ist ein Street-Food-Market. Oder wie auch immer man das bezeichnen mag. Aber schaut es euch einfach mal selber an.